Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im sonnigen und etwas bewölkten Tamriel und ja, müssen mit dem Stiftsvogt sprechen, beziehungsweise hier mit zwei Leuten, so wie es aussieht. Und Pirta, er ist der Letzte. In Ordnung, wir werden sie finden. So, dann würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit ihm. An eurer Stelle würde ich nicht in die Stadt gehen. Reist einfach weiter nach Ersthalt. Ich bin gekommen, um euch über Sippenhochfürstin Estre und das Schleiererbe zu sprechen. Estre, wenn ihr doch nur früher eingetroffen wärt. Es ist eine Lektion, die ich nie vergessen werde. Sie hat meine Stadt verwüstet. Wenn ihr helfen könnt, dann sprecht bitte mit Landare. Das werden wir tun. Halt! Morgenrot befindet sich mitten in einer Evakuierung. Niemand darf noch einmal hinein. Was ist hier los? Dädra, diese arme Stadt wurde von den Bestien verwüstet. Wir konnten den Ansturm abschmettern, aber hier herrscht immer noch großes Durcheinander. Wir müssen die Dörfler hier rausschaffen, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können. Kann ich irgendwie mit anpacken? Sicher! Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich wollte einen Trupp auf die Suche nach diesen Bürgern schicken. Hier habe ich eine Liste. Trefft mich am Herrenhaus in der Mitte der Stadt, sobald ihr sie finden konntet. Betrachtet es als erledigt. Viel Glück da drin und hütet euch vor der Unheilsbrut. Sie sind wie dädrische Ratten. Warum haben die Dädra hier angegriffen? Das weiß nur Auriel. Morgenrot ist nur ein Versorgungshalt zwischen Ersthalt und Himmelswacht. Sie ist wie jede andere Stadt in Auridon. Ich bin nur froh, dass die Sippenhochfürstin nicht hier war, als sie zuschlugen. Sie ist ein oder zwei Stunden zuvor abgereist, ehe wir die ersten Dädra sahen. Estre ist eine Verräterin. Sie ist die Schleierkönigin. Nein, wirklich? Möge sie dreifach verdammt sein! Wenn sie zu solchem Verrat fähig ist, dann ist sie vielleicht auch daran beteiligt, was hier geschieht. Aber ganz sicher. So, fünf Bewohner müssen wir finden. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt mit angreifen. Aber wie schnell sie einen dann doch hineinlassen. Und beschützt ihn. Ja, um deinen Vater kümmern wir uns auch noch. Ich muss nur mal eben hier alles. So. Nein, ich wollte nicht das Regal. Mein armer Vater. Verdammte Dädra! Es ist gefährlich hier. Ihr müsst hier verschwinden. Ich kann nicht. Ich habe Vater versprochen, auf ihn zu warten. Ich werde nicht ohne ihn gehen. Er würde nicht wollen, dass er hier sterbt, während ihr auf ihn wartet. Ihr habt recht. Bitte findet ihn. Sein Name ist Almion. Richtet ihr ihm aus, dass ich geflohen bin? Ja, nun geht schon. Ach ja, ich weiß ja leider. Naja, ich will mal nichts vorausnehmen. Das nächste Ziel, ich wollte gerade sagen, das war doch hier links. So, wir klauen hier erstmal die Sachen, die wir mitnehmen können. Wir können ja aber nicht alles mitnehmen. Entschuldigt mich bitte. Ich muss ihren Ring finden. Ohne ihn kann ich nicht aufbrechen. Ihr müsst wirklich von hier fort. Ihr könnt später wiederkommen, um den Ring zu suchen. Nein, nein, ihr Ring. Er ist alles, was mir noch geblieben ist. Alles, was ich von meiner Fahrer noch habe. Ich habe ihn nur verlegt. Also, um das abzukürzen, könnte man ihn jetzt einschüchtern. Wenn die Dädra euch hören, werdet ihr nicht mehr dazu kommen, nach ihm zu suchen. Aber wir sind ja nett und hilfsbereit. Wisst ihr, wo er ist? Lasst mich euch suchen helfen. Oh, vielen Dank. Möget ihr dreifach gesegnet sein. Er könnte überall sein. Hier ist es leider furchtbar unordentlich. Gut, sucht weiter. Ich helfe euch. Da lag übrigens noch ein Buch, das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der jetzt drin war, wenn ich ehrlich bin. Viele wertvolle Gegenstände, da war es nicht. Ich glaube, es war in dem Dings hier, in dem Korb. Na, ich bin mir nicht sicher.
Doch, da ist er. Habt ihr ihn? Ich habe ihn gefunden. Bitte nehmt ihn und geht. Vielen Dank. Habt vielen herzlichen Dank. Meine Fahrer ist euch auch dankbar. Ich weiß es. Viel Glück, Fasaran. So, ich meine, dass wir aber den Vater auch noch gefunden hätten mit dieser Variante. Bin mir jetzt nicht sicher. Doch, hier liegt nur einer. Dieser Altmeer ist tot. Er wurde von seinem Tod schlimm verprügelt. Ihr findet einen hölzernen Anhänger, der ihm um den Hals hängt. Der Anhänger trägt folgende Gravur. Für meinen geliebten Vater, deine Ela. Bei der Quest hat sich bestimmt einer aus unserer Gilde gefreut. Oder nicht gefreut in dem Fall. So, mit dir spreche ich auch sofort. Den Acht sei Dank. Bitte sagt mir, dass die Seesoldaten angekommen sind. Ja, sie sind hier und sie haben die Dedra zurückgeschlagen. Wirklich? Ist es wirklich sicher? Ja. Geht einfach von der Stadt aus nach Süden. 3 und 5 Mal bin ich gesegnet. Vielen Dank und seid ebenfalls gesegnet. Gebt auf euch Acht. Bis die jetzt erstmal angekommen ist. So, dann haben wir noch eins in der Richtung. Hallöchen. Hab Dank. Gerne doch, gerne doch. So, wir müssen zurück hier rein. Wobei zurück vielleicht das falsche Wort ist, weil wir kamen ja gar nicht von hier. Nee, das war leer. Da oben ist normalerweise eine Scherbe, aber die habe ich irgendwann schon mal genommen. So, hier draußen nochmal eben gucken. Hier draußen darf man die Sachen noch nehmen. Aber wenn man hier reingeht, darf man die Sachen nicht mehr nehmen, weil die sind dann, ich kann es hier gerade nicht zeigen, hier, die sind dann gestohlen. Also aufpassen, wenn ihr da irgendwas nehmen wollt. Eilige Nachricht der Sippenfürstin. Ich habe gesehen, wie einige der Stadtbewohner Richtung Postenkette gingen. Wie war es? Ich habe alle befreit, die ich finden konnte. Almion, Elanis Vater, war bereits tot. Das arme Mädchen. Vielen Dank für alles, was ihr noch tun konntet. Inzwischen habe ich eine Patrouille ausgeschickt, um Jagd auf die restlichen Dedra zu machen. Sie sollte sich bald zurückmelden. Kann ich sonst noch etwas tun, wenn ich schon mal hier bin? Vielleicht. Da wäre... Hauptmann Landare! Artiner, erstattet Bericht. Es sind die Dedra, Hauptmann. Sie sind wieder da. Und das in... Wir wurden überrannt. Ein Glück, dass ich es überhaupt hierher geschafft habe. Wir... Arti, was ist passiert? Sie sind wieder da, Hauptmann. Die Patrouillen halten wohl nicht mehr lange durch. Verflucht sei diese Stadt. Aha. Nun, das ist nicht gut. Was ist der nächste Schritt? Geht da raus und sucht nach unseren Patrouillen. Sie brauchen Unterstützung. Ich muss hier die Verteidigung überwachen. Möge Auriel uns alle beschützen. Ich werde sie finden. Was? So. Da haben wir schon den nächsten Toten. 5 patrouillierende Seesoldaten sollen wir befreien. Noch können wir das ja. Noch ist der Tempel komplett im Eimer mit seinen Skills. Ich habe das ja schon mal angesprochen, dass der in Zukunft quasi nur noch ein Drittel von seinem Schaden macht. Zumindest was die harschen Liebe angeht. Ja, und alles andere wird ja sowieso extrem runtergesetzt. Das wird diesen Schweinen eine Lehre sein. So, da haben wir noch einen. Ah, endlich frei. Den göttlichen sei Dank, dass ich euch gefunden habe.
Ihr müsst Landare finden. Sie steckt in Schwierigkeiten. Was ist geschehen? Eine der Patrouillen ist zurückgekehrt, dank euch, und hat einen Höhleneingang im Nordosten gemeldet. Landare konnte nicht abwarten. Sie hat sich einige Mähre geschnappt und ist zu den Höhlen aufgebrochen. Sie konnte nicht auf weitere Hilfe warten? Sie war schon immer so. Ich mache mir Sorgen, dass sie in der Klemme steckt. Helft ihr bitte. Vielleicht könnt ihr ihr ja die Flausen austreiben. Ich werde sie finden, Feldwebel. Seid unbesorgt. So. Auf dem Weg dahin können wir auch direkt nochmal ein paar befreien. Ich kann es nicht glauben. Frei. War das nicht hier das oben? Wird diesen Schweinen eine Lehre sein. Genau, hier gleich rein irgendwo. Glaub nicht. Da, genau. Meine ich doch, dass das irgendwo hier gewesen ist. So, meine Kleinen. Ach ja, noch kann man mit einem schönen Gefühl durch die Gegend laufen. Ich weiß leider nicht, wie lange noch. Wir haben versagt. Ruhig, Tor. Ihr müsst euch ausruhen. Gut, ihr seid hier. Das ist Quoramir, mein Patrouillenführer. Er hat keinen guten Tag. Was hat er gefunden? Es gibt zwei Dremora tiefer in der Höhle. Sie bereiten jetzt gerade eine Massenbeschwörung vor. Es ist an euch. Ich kann Quoramir so hier nicht zurücklassen. Ich werde mich um sie kümmern, Hauptmann. Danke. Ihr hattet übrigens recht. Estre ist nicht nur beim Schleiererbe, sie ist auch noch eine dreifach verdammte Kultistin. Quor hat belauscht, wie die Sippenhochfürstin mittels einer magischen Übertragung zu diesen Daedra gesprochen hat. Noch ein Verbrechen mehr für die Magistrate. Ich werde sie aufspüren, sobald wir uns um diese Daedra gekümmert haben. Gut. In der Zwischenzeit bringe ich Quor zum Herrenhaus zurück. Trefft uns dort. Ich sehe euch dort, Hauptmann. Können wir denn hier... Ja, da können wir noch was mitnehmen. Sehr schön. Überall Kerzen. Wie nett die Atmosphäre hier wirklich ist. Überall Kerzen, sterbende Daedras. So. Komm hier, mein Kleiner. So. Ein paar von denen. Wieso springt der nicht an, wenn ich direkt vor dem stehe? Normalerweise springen die nur dann, wenn man weiter weg steht. Ist das ein dummer Daedra? Weil die wirklich alle nicht besonders intelligent sind. So. Tut hier ruhig, guten was ihr Tag. Könnt. Erst halt brennt bereits unter meinem Blick. Unselige Stimme. Was wollten sie sagen? Ich habe sie unterbrochen. Entschuldigen sie. So, da ist noch was zu lesen. Ersthalt ist der Schlüssel. Ohne Eirens Männer im Norden können sich unsere Maoma-Verbündeten frei bewegen. Dieses kleine Dorf niederzubrennen ist nur ein Spaß, ja. Aber ich tue es für euch, Fürst Dagon. So wie ich alles für euch tue. Ja, normalerweise lese ich das ja nicht mehr vor, aber da das jetzt doch so ein kleiner Text war und der darauf sehr gut passte. Hier oben haben wir noch was. Wenn er es dann nehmen würde. Zack. Und irgendwo... Ach nee, da müssen wir wieder zurück. Zurück zu dem Hauptgebäude, glaube ich. Ah, sie hat ihren Vater schon gefunden, okay. Meine neue Freundin, ihr lebt. Ich hatte es gehofft. Wie ihr sehen könnt, haben wir Verstärkung bekommen. Die Dremora wurden erledigt? Das Ritual wurde unterbrochen. Es wird keinen weiteren Angriff geben.
Dreifach gesegnet sind wir. Ich hätte Urkelmo nicht um eine bessere Seesoldatin bitten können. Was ist mit Estre? Habt ihr noch mehr erfahren? Morgenrot war eine Ablenkung. Ersthalt ist Estres wahres Ziel. Ich hatte es schon im Gefühl, dass es noch schlimmer kommen könnte. Wir müssen Fürst Rilis in Ersthalt Bescheid geben. Und zwar schnell. Könnt ihr eine Warnung rechtzeitig dorthin bringen? Offenbar nicht, weil sie jetzt nicht mal mit mir spricht. Nun, das werden wir sehen. Doch unabhängig davon, im Namen aller Bewohner hier, vielen Dank. Ja, und wir haben einen Skampenzerschmetterer bekommen, sprich eine zweihändige Keule vom Schleiererbe. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ich kann nach Ersthalt gehen, wenn ihr mich hier nicht mehr braucht. Ich hatte auf ein solches Angebot gehofft. Ersthalt ist nur ein kurzes Stück von hier entfernt. Folgt der Straße nach Nordwesten und gebt einem der Seesoldaten oder Urkelmo selbst Bescheid. Ich mache mich schnellstmöglich auf den Weg. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Aufnahme gerade hören könnt, aber hier fängt gerade ein riesiger Radau auf der Straße an, deswegen mache ich es kurz, weil obwohl seit fast einer halben Woche das Schützenfest vorbei ist, laufen sie hier anscheinend mit den Trompeten wieder rum und belästigen die Anwohner. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!